So, herzlich willkommen hier bei mir bei der RC-Bruderbaustelle und wie versprochen, kurzes Anleitungsvideo. Ihr findet unten in der Beschreibung auch die einzelnen Kapitel zu den einzelnen Punkten und ich möchte mich wirklich kurz halten. Das heißt, ich gehe das Ratter das einmal durch. Ihr könnt ja jederzeit Pause machen, zurück etc. Ja? So, also ich habe mal die Kipperbrücke hochgefahren, damit ihr hier diesen Verschlussmechanismus besser seht, denn sonst ist der zwischendrin. Ich blende ihn aber hier auch nochmal schnell ein. Genau, dann habt ihr den auf jeden Fall im Bilde und wir fangen an. Wir legen erstmal den Akku ein. Wir stecken ihn noch nicht an, aber wir legen ihn ein. Das heißt, wir ziehen hier an diesem Hebel und dann können wir die Kabine hier nach vorne klappen. Ja, und wie schon gesagt, mehr ist leider nicht. Und dann legen wir hier den Akku ein. So, ich stecke ihn mal noch nicht an. Jetzt haben wir eben diese zwei Ein-Ausschalter, die beide auf An sein müssen. Das heißt, einer ist hier unten, hier. Ich blende ihn auch noch mal ein auf der Seite hier. Das ist dieser hier. Der muss nach vorne zeigen, dann ist er an. Und wir haben noch mal einen hier vorne drin. Ja, also hier unten drin. Da kommt er von der anderen Seite hin. Ich blende auch den hier mal ein. Und ihr seht, der muss in diese Richtung, also sprich nach links, in Richtung Fahrer zeigen. Dann ist auch der auf angeschaltet. Wenn er Richtung Beifahrer zeigt, nicht, dann ist er aus, dann funktioniert nachher irgendwas nicht. Also, der hier vorne, der zeigt in diese Richtung, der zeigt einmal hier Richtung Fahrer und der hier zeigt nach vorne. Dann machen wir die Fernbedienung an. Wichtig ist, alle Schalter einmal nach oben, nichts drücken, einfach hier in der Mitte drauf bleiben. Betriebsbereit, alles wunderbar. Und jetzt können wir hier den Akku einstecken. Und wie gesagt, das ist die Empfehlung. Akku ist gleich an- und ausschalten des Modells. So, und wie ihr ja im anderen Video schon gehört habt, hupt er jetzt. Das heißt, wir haben hier die Hupe. Machen wir aus. Wunderbar. So, hier können wir zumachen. Der rastet dann ein, wenn die Kabel hier alle reinpassen. So, also hier einmal Klick. Ist er verriegelt. Wunderbar. Das war es auch schon mit dem Anschalten. Das heißt, jetzt ist das Modell angeschaltet. Wir gehen noch mal ganz kurz die Funktionen durch. Wir haben hier das Lichtschalten einmal runter. Ihr seht es, glaube ich, jetzt nicht. Also je nachdem, wie ich hier runterschalte, immer kurz runter und wieder hoch, schalte die drei Lichtfunktionen. Wenn ich lange nach unten schalte, geht die Warmblinkanlage an. Okay. Dann haben wir hier Ton. Hier einmal die Hupe, wenn ich nach oben gehe. Und wenn ich nach unten gehe und wieder in die Mitte, dann habe ich den Motor an, gehe ich nach unten und in die Mitte ist der Motor aus. Der ist nicht belegt und der haben wir den Ton, die Tonlautstärke besser gesagt. Also heißt Ton an. Genau. Nochmal aus. Dann haben wir hier das Differential, beziehungsweise die Differentialsperre. Die übrigens in dem anderen Video vorne deswegen nicht gegriffen hat, weil ich diesen Klotz drunter gelegt hatte. Und dadurch hat die nicht richtig aufgemacht. Ja? Funktioniert übrigens alles wunderbar, wenn es dann steht und wenn er auch richtig fährt. Ja? Wie gesagt, ich habe den Klotz unten rein, hat den Seilzug blockiert und deswegen hat die Differentialsperre nicht mehr geöffnet. Hinten war das Problem nicht. Hinten hatte ich diesen Aluklotzen und der lag genau davor. Das heißt, der Seilzug war noch frei. So, also hier haben wir Differentialsperre und hier haben wir erster, zweiter Gang. Der wird elektronisch geregelt und übrigens nur im Stand. Ja, wenn ihr fahrt und macht hier zweiter Gang, passiert gar nichts. Das hier machen wir im Stand, erster und zweiter Gang. Also High and Low. Wenn er oben ist, ist übrigens langsam. Wenn er unten ist, ist schnell. Ja. Kommen wir auf diese Seite. Jetzt sind wir noch bei den einfachen Sachen. Wir haben hier Kipper hoch, Kipper runter. Gut. Und wir haben nach links und nach rechts das Lenken. Er blinkt ja auch. Also alles gar kein Thema. Ja. So. Genau, das hier waren die Grundfunktionen. Jetzt kommen wir zu dem Thema Schalten und Fahren. Das heißt, ich habe es im Video schon mal gesagt gehabt. Das heißt, wir haben hier auf dieser Seite die Gangschaltung, sprich die Automatik, das heißt, hier entscheide ich mich, fahre ich vorwärts oder fahre ich rückwärts. Das mache ich, indem ich diesen Hebel nach links oder nach rechts lege. Je nachdem, was ich mache,
habe ich einen Vorwärtsgang drin oder einen Rückwärtsgang drin. Ja, das ist ganz wichtig. Und das Ganze geht nur, wenn ich wirklich in den Stand reingebremst habe. Also ich muss wirklich stehen und dann kann ich das ändern. Ist wie gesagt gewöhnungsbedürftig, ist aber eine tolle Funktion. Und dann haben wir in dem jeweiligen Gang, eben vorwärts oder rückwärts, den Tempomat. Ja? Und den Tempomat steuere ich mit hoch und runter. Das heißt, drücke ich nach oben, fahre ich immer schneller. Drücke ich nach unten, bremse ich einfach ab. Ja? So, wir machen das Ganze einmal. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wie bei jedem Fahrzeug, erstmal Motor an. So, sonst geht nämlich nichts. Ihr hört, Motor läuft. Wir machen ihn leiser, sonst muss ich so schreien. Und jetzt da drücken wir einmal nach rechts für den ersten, für den Vorwärtsgang. Das hört man auch akustisch. Ich hoffe, weiß nicht, ob man es im Video hört. Und jetzt da kann ich hier ganz leicht nach vorne gehen. Und jetzt seht ihr, jetzt ist die Automatik. Und je mehr ich hier nach vorne drücke, desto schneller wird er. Und wenn ich jetzt ganz leicht nach unten drücke, werde ich langsamer. Ja, also ich kann hier Vollgas nach oben drücken, ich kann auch direkt Vollgas geben und ich kann auch direkt runter, Vollbremsung. Ja? Aber ich kann natürlich hier wirklich ganz sacht anfahren und kann auch, wenn ich schneller war, an der Kurve zum Beispiel, hier einfach langsam runterbremsen. Wenn ich ganz gebremst habe, macht ein kurzes Bremsgeräusch, drücke ich einmal nach links. Ihr hört, er piepst. Jetzt sind wir im Rückwärtsgang. Und jetzt ist es auch so, dass wenn ich jetzt nach unten drücke, die Bremse ist. Und wenn ich nach oben drücke, eben Gas. So, das heißt, auch rückwärts steuere ich hier die Geschwindigkeit. Oder bremse eben langsam ab. Genau. So, wieder nach rechts. Ich war noch nicht im Stand, also ich muss wirklich einmal ganz runter bremsen. Vorwärtsgang. Wir könnten gerade mal testen, ob es geht. Nee, aber es ist Differential. So, wir bremsen einmal. Jetzt legen wir mal den schnelleren Gang ein. Und ihr seht, er dreht auch von Anfang an gleich mit wesentlich mehr Drehzahl. Und da geht es richtig ab. Jawohl, was wollen wir mehr? Genauso funktioniert es. Ja? So, Modell ausmachen ist im Endeffekt genauso ganz einfach. Also hier ganz normal natürlich Motor aus. Dann ist ruhig, ihr hört es, kein Ton mehr. Dann ziehe ich hier an dem Hebel, mache den etwas auf und kann hier einfach das Modell ausstecken. So, der jammert kurz, weil ich das Modell ausgemacht habe, drücke hier lange in die Mitte und aus. Das ist das ganze Hexenwerk. Mehr ist es nicht. Ja? Wenn irgendwo Fragen sind, wie gesagt, Anleitung etc. für die Fernbedienung und auch für das Modell selber, findet ihr bei mir auf der Seite. Ja? Und dann freut es mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann.